Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisteinhof mit dem Mikado Place XD. Moinchen. Und dem Tiger Farm. Hallo. Hallöchen. So, heute leider wieder nur mal ausnahmsweise mit einem LU. Und ich muss mein Land kaufen. Die anderen keine Zeit hatten. Bedeutet, LU arbeitet mal wieder für sich, kann auch ein bisschen Geld verdienen. Endlich mal. Genau. Und also so richtig. Ich denke, wir können heute einfach mal alle zusammen im Chat bleiben. Ja. Das hat ja keine Auswirkungen. Eine schöne Neuerung, seht ihr rechts oben. Es hört bald auf zu regnen. Ja, dann kann ich endlich mal wieder weitermachen. Ja. Fällt hier auch noch. Hoffe ich mal. Warum geht das nicht? Das Bäumchen nicht anhängen, was soll denn das? Ja, okay. So war das aber nicht gedacht. Bei mir fährt schon wieder der Traktor weg. Ich hoffe nur, diese Verbesserung kostet jetzt nicht zu viel. Ich habe nämlich nicht mehr Geld. Wer hat schon Geld? Oh, ich habe 800 kostet das nur. Näppchen. Also, Varuna, du hast echt viel Geld, muss man sagen. Ja, ja. Muss man echt sagen, du hast echt viel Geld. 99 Euro? Aber kann man... Leute. Ja, du bekommst. Ich habe letztes Mal noch Kredit zurückgezahlt. Ich habe 70.000 Kredit zurückgezahlt. Oh. Ja, von dem her sieht es doch nicht ganz so schlecht aus. Ich hoffe mal, das Seil reißt nicht. Das hoffe ich hoffe mal, es hört jetzt nicht auf zu regnen. Direkt. Ich meine, es wird zwar gut, aber... Ich glaube, das bleibt noch eine Weile bewölkt. So für mein Geld. 6 Stunden bleibt das jetzt noch so. Ungefähr. Warum? Ich bin Baum wieder nicht richtig krass. Gott, du zerstörst hier das... Die Heimat von vielen Tieren. Du machst doch gleich auch mit. Das zählt aber nicht. Du hast meine Geschäftsidee geklaut. Du hast mich dazu inspiriert. Das ist deine Schuld. Eigentlich müsstest du jetzt wieder Geld an mich zahlen, ne? Na, gar nicht. Wofür das denn? Meine Geschäftsidee? Nee. Klar. Ja, nee. Oh. Ja, Baum fällt. Scheiße, auf meinem Traktor. Oh, naja, das war ganz schön knapp. Amateure, bitte. Oh. Immer diese Amateure. Von meinem eigenen Stamm erschlagen worden. Immer diese Amateure. Sowas von. So. Komm schon. Ja, er fällt. Nice. Uiuiui. Oh, und oh, oh. Kaputt. Ups. Ja, das sah etwas komisch aus. Mein Traktor hat sich leicht überschlagen. Warte. Ja, er steht schon wieder. Oh. Wie langweilig. Ich hatte an der Seilwinde gezogen, dann hat er einen Putzelbaum gemacht. Ja. Darf ihn nicht drehen. So passiert es halt, wenn man den Baumstumpf als Gegengewicht nimmt. Nein, nicht nochmal. Was ist denn los hier? Das ziehe ich einfach. Jetzt. Ist es. Funktioniert. Oh. So. Funktioniert tut's. Ja, aber nicht mehr lange, glaube ich.
Das nennt man da mal auf die Seite gelegt. Aber sowas von. Meine Herren. So, komm. Richte dich doch wieder auf. Gehen Sie mal weg, Herr Tiger Farm, sonst sind Sie platt. Ja, geh ich. Ja, komm schon. Ah, steck fest. Alter, was machen wir heute? Der Matsch hat. Ja. Ja. Moment. Ja. Es kommt voran. Nein. Oh Gott. Darf ich dir den entasten? Nein, das tue ich nicht. Ich muss selber arbeiten. Was macht der da? Sag mal, wieso? Ich habe da nie mit diesem Ding gespielt. Lass mich. Mikado, wir müssen ein bisschen drauf achten, gell, wenn wir Stämme schon dort liegen haben. Aber bei mir liegen noch, dass wir nicht gegenseitig unsere Stämme klauen. Sag mal, wie schalte ich denn dieses Ding an? Ja. Setz sie mal in deinen Traktor rein und drück B. Und dann drückst du. Und wenn du dann steigst du wieder aus und drückst Steuerung. Ja, dann, ja, ich weiß. Ja, gut, tschüss, MB-Truck. Wir sehen uns dann irgendwann in der fernen Zukunft wieder. Nein! Darauf! Scheiße. Nee, wir lassen den jetzt mal einfach. Der wird hier schon seine Probleme haben und wir machen weiter unser dickes Geld. Weil wir müssen halt gucken, dass wir Kohle machen. Es kann eigentlich egal sein, was Mikado macht. Nicht der MB-Truck zieht den Baumstamm, sondern der Baumstamm zieht den MB-Truck. Ja. Also ich sag mal, man müsste halt schon mal gescheites Equipment kaufen, Herr Mikado. So ein MB-Truck, schön und gut, aber es geht halt nichts über den Case. Sagen Sie mal, wollen Sie mich irgendwie machen? Nö, ich würde mir das nie erlauben. Hier, der MB-Truck ist viel stärker als Ihrer, man sieht's nur nicht gerade, weil er hier festhängt. Das würde Ihr Case auch nicht schaffen. Was? Also sagen Sie mal nicht, mit diesem Baumstamm hier zu holen. Sag mal, siehst du gerade da dran? Nein. Was ist denn da? Was passiert? Hey, du hast doch da dran gezogen. Hab ich nicht. Hey, aber wenn das Lohnunternehmen hier bei Mikado mithilft ohne Bezahlung. Nein. Es ist doch nur Troll ein bisschen, ja. Aha. Noch weiter so. Ja, das habe ich mir schon gedacht. So, bist aber wir haben ja bald keine Sonne, keinen Regen mehr. Keine Sonne mehr. Von dem her hoffen wir mal, ja, dass schon lange nicht mehr. Mikado nicht so viel Geld verdient bis dahin. Werde ich sowieso nicht. Ich bin einfach zu blöd, mir diese Teile zu verkaufen. Hä, das bringt doch wenig, sag mal. Also wenn der Baum entastet ist, bringt's mehr. Glaube ich. Entastet und gerade Stämme bringen am meisten. Ja gut, du hast hier die größten Stämme. Ich habe da hinten, obwohl, warte mal, ich habe glaube ich die gleichen Stämme. Ne, du hast auch relativ große. Wie misst ihr denn aus? So. Das war das Haus. Irgendwie wackelt es. Achso, weil ich auf den Stämmen stehe. Stamm kommt. Ja. Oder eher gesagt, Stamm fällt. Ne, meiner kommt gerade aus dem Wald gezogen. Bei mir leckt es gerade so minimal. Bei mir gar nicht. Bei mir auch nicht. Jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, was das war.
So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass es mit der Seilwinde hier funktioniert. Bitte. Du weißt doch, dass du stark bist. Ja. Es funktioniert. Kann es sein, dass Mikado jetzt jeden Stamm einzeln verkauft? Warum macht er denn so? Baruna, du bist gemutet. Nee, kann gar nicht sein. Doch. Manchmal muss man auch Dinge geheim halten. Aber mit mir doch nicht. Heute ist da noch ein Spion mit dabei. Ja. Ihr wollt mich doch alle nur ärgern. Niemals. Trollen? Niemals. Trollen? Niemals. Nein, ihr doch nicht. Wer warte ich? So, ich bin mal gespannt, wann ich meine Schulden alle abbezahlt habe. Am Ende des Projekts. Ja, spätestens, ja. Nee, es regnet immer noch. Hä, das bringt sogar noch weniger, wenn die entastet sind. Du hattest einen kleineren Stamm. Ja, bei mir ist das auch viel doofer, weil deins liegt direkt hier bei so einer geraden Fläche und meins ist direkt hier am Hang. Die fallen alle nach unten. Da kann ich die dann nicht so schön gerade wie bei dir aufstellen. Die fallen immerhin nach links, wenn du sägst. Oh, zu schwer. Ja, gucken wir mal, ob es trotzdem geht. Ajo, vier Stämmchen sind für den Case gar kein Problem. So macht man Geld, Mikado. So macht man das. Ja, schön! Und der MB-Truck, der hat schon Probleme mit einem Stamm. Hey. Jo, dann versuch du mal, einen Stamm zwischen zwei Bäumen herauszuholen. Warum machst Wenn du sowas? Ja, woher soll ich das wissen, wie der... Ach, ja. Ich höre einfach auf zu reden. Ich mach's nur noch schlimmer. Ist besser so. So, also wir gucken mal, was... Ach man, jetzt habe ich schon wieder einen Stamm verloren. Ey, dieser Stamm ist genau in einen Baum reingefallen. Das ist aber auch ärgerlich. Ja, schön. Also ich muss sagen, meine vier Stämme gerade haben 13.400 gebracht. Na schön. Wieso bringen die bei dir so viel und bei mir so wenig? Das ist Qualitätsholz. Umgerechnet würden wir bei mir vier Stämme, lass mich überlegen, 3.200 Euro geben. Nicht sein. Doch. Das ist ja komisch. Jetzt bitte lass es ziehen. Ach man, jetzt ist der halbe Baum hier und der halbe Stamm hier im Ast und ich bekomme ihn da nicht mehr raus. Also ich muss sagen, wir haben irgendwie das richtige Land gekauft hier. Und ich muss sagen, ich habe irgendwie keine Lust mehr. Ja, so lange regnet es hoffentlich nicht mehr. Wir sollten jetzt nur noch 5 Stunden sein. 4,5. Vielleicht machen wir zwischen den Folgen mal den Regen weg, dass Mikado kein Geld mehr verdienen kann. Ich verdiene auch so kein Geld. Egal, ob es regnet oder nicht. Ich häng irgendwie hier in meiner eigenen Silage fest.
Das ist auch schlecht. Es ist ja belastend. Herr Mikado? Nein. Was denn? Sie hätten letztes Mal besser aufpassen sollen, wie ich das gemacht habe. Was haben Sie denn bitte schon gemacht? Da sind sie eine Folge lang rumgestanden und haben mir beim... Bei mir leicht's auch. Was ist denn jetzt los? Hallo? Da eine Folge rumgestanden und hab dir zugeguckt. Ja, was hätte ich denn anderes machen? Lernen. Lernen von den Profis. Was für Profis? Das Profis. Doch nur Profis in Anführungszeichen. Hallo? Hallo. Ich glaube, Sie wollen keine Aufträge mehr von mir haben. Doch. Nee. Zindili. Ja, nur das Entasten ist doof. Das nervt mich auch noch ein bisschen. Mein Ladewagen hängt im Garagewerk fest. Das ist belastend für mich. So, und jetzt hoffe ich mal, dass es endlich mal hier vorangeht und nicht schon wieder irgendwo hier an so einem Kackbaum. Ach, kann ich vergessen, ey. Obwohl, das ist halt. Jo, ich fahre direkt mal in die Baustelle hier rein. Wieso existiert die überhaupt? Was bauen die hier? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nix, sie wollen mich nur ärgern. Ja. Wäre eine Option. Oh, jetzt liege ich auch noch auf der Seite. Ich muss sagen, eine ganze Straße wird von Mikado kaputt gemacht. Mhm. Jo, hab noch weniger bekommen. Ich sage jetzt mal Folgendes. Ich werde nächste Folge Mikado mal etwas unterstützen. Jo, wobei kann man mich denn unterstützen? Beim Verlieren. Ach Gott, ey. Nein, das kann nicht sein, dass ich höre jetzt auf, voll zu teilen, Alter. Das bringt mir nur 500 Bruchstaben jetzt nur noch. Was hast denn du für Bäume? Ich komme mal gerade. Keine Ahnung, Krüppelbäume. Und irgendwie schaffe ich es nicht mehr, mein Traktor wieder aufzustellen. Ich steck da irgendwo fest hier im Moment. Ich mache jetzt wenigstens mal hier die paar weg, damit das hier. Ja, was ist denn das hier für ein kleines Stückchen? Warum? Achso, du zersägst die, weil die festhingen. Ja. Okay. Aber ich hab den Traktor aufgestellt bekommen. Vor allem ist es mein erstes Mal, dass ich mal so richtig Forst mache. Und verkacke direkt. Ja, dann ist noch viel Luft nach oben. So, jetzt ziehe ich wieder auf der Seite. Doch nicht. Ja, ich muss schon sagen, das Waldstück hier ist nicht so ganz vorteilhaft. Von Mikado? Geht normal schon. Bei wem sonst? So, warte mal. Was hat denn dieses Holz? Das will die ganze Zeit nach rechts. Bei mir geht's auch immer nach rechts. Ja, wieso? Ja. Gehen wir mal kurz vor Unternehmen. Jetzt bin ich mal gespannt. 6000 hat mir das jetzt. Ne, das ist doch schon mal gut. Gib mir mal kurz Lohnunternehmer bei dir. Ja, jetzt komme ich endlich mit meinem Ladewagen hier raus. Ah ja, so fällt mir Bäume. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Alles.
Und wenn es euch gefallen hat, ja, lasst ein Like, einen Kommentar da. Schaut gerne morgen wieder vorbei oder auch beim Classic-Projekt auf der Provence heute Nachmittag um 16 Uhr. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüssi.